bin gerade aus dem Bett gefallen. Sonntagmorgen. Ach, eigentlich bin ich aus der Badewanne gefallen. Na egal. Heute Morgen habe ich hier drauf geguckt und was habe ich da gesehen? 4 Grad. Es sind jetzt 6. Wieso blendet das so? Na, ich glaube, das kann man erkennen. 6 Grad und wir wollen jetzt mal wieder nach unserer Fahrradtour gestern ein bisschen Morning Walking. Oh, denn hier mit Rollkragen, Unterziehpulli und Pulli und ich will ja noch nicht meine Downjacke anziehen. Deswegen Weste und 2 Pullis drunter, also gehen wir jetzt mal los. So, und heute haben wir auch das allererste Mal in diesem Jahr, Anfang des Jahres war das ja auch schon an, aber jetzt, diesen Herbst, Winter, das erste Mal den Ofen wieder in Gange. Leute, das ist ein Gefühl, also so richtig gemütlich. Also gemütlich. Hier oben dreht sich unser kostenloser Propeller, der hier die Wärme, die hier unten erzeugt wird, der so hoch geht, da hinten in den Gang reinpustet, in den Flur und von da aus in die Zimmer. Vielleicht stellen wir noch einen zweiten dazu. Kostet ja nichts, also außer die Anschaffung. Finde ich total cool mit dieser Pelletier. Ich meine, kann man das sogar sehen dazwischen. Ne? Da ist dieses Stromerzeugungselement, wie auch immer das funktioniert. Hatte ich gesagt, wir wollen losgehen. Jetzt gehen wir gleich mal los. Ich muss nur noch auf meinen Schnucki warten. Und während ich jetzt hier auf die Marie warte, will ich euch kurz mal was zeigen. Das hier ist es, was wir an Äpfeln gesammelt haben. Also, die soll man ja alle hier einzeln hinstellen, sodass sie sich gegenseitig nicht berühren. Auf Papier. Ja, und dann sollen die halten. Und zwar bis zu einem Jahr, wenn sie kalt und trocken und dunkel gelagert werden. Damit man das gut lagern kann, habe ich denn hier auch unsere Fenster verdunkelt. Also Verdunklungsrollos in der Garage. So. Also, und dann haben wir hier jetzt nur noch Strom an. Und wenn der dann auch noch aus ist, dann haben wir es hier dunkel, kühl und trocken. Ich bin gespannt, wie lange die Äpfel halten. Das ist ja alles ein Test, was wir hier machen, auch mit unserem Apfelmus, den wir da eingelagert haben. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Also, hier drinne haben wir jede Menge Mirabellenmarmelade. Und da über Apfelmus und Brombeeren, noch mehr Mirabellen, noch mehr Mirabellen. Apfelmus ohne Flohsamenschalen. Und hier ist noch mehr Apfelmus. Und hier ist noch mehr irgendwas. Auf Deutsch gesagt, wir haben hier eine Menge Obst eingekocht und eingelagert. Weil ich einfach mal wissen möchte, wenn man im Herbst die Äpfel pflückt, dass man bis zum nächsten Jahr Herbst, muss man ja auch noch ein paar Äpfel haben. Denn. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr. Vielleicht pflücken wir ja noch welche. Lange nicht mehr gesehen, wie dieses Feld hier bei Insta festgehalten wird. Guten Morgen. Hi. So, ich bin jetzt auch mit bei Insta. Mir haben so ein paar Leute geschrieben, ich soll mal aktiver werden bei Insta. Da gibt es nur ein Problem, weil mein Handy ist ja nur so ein halbes Handy. Also ich habe da ja nur WLAN, nur zu Hause, nicht unterwegs. Unterwegs nichts Handy, nichts Telefon, nichts Insta. Deswegen kann ich auch nicht mal eben klicken und ein Foto hoch. Nee, das geht bei mir nicht. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Aber für mein 5G-Handy brauche ich ja wahrscheinlich bald einen Vertrag und vielleicht ändert sich dann auch noch mal was. Hui, wer kommt denn da anmarschiert? Lädt nicht hoch. Ach, du brauchst ein neues Handy. Willst du meins haben? Nee. Meins könnte das, wenn ich einen Vertrag hätte. Aber ich habe ja keinen. Vielleicht hole ich mir mal einen. Könnte doch theoretisch meine Karte in dein Handy reinstecken. Ja, und vielleicht mal eine Frage in die Runde. Eben, ich weiß gar nicht, was für einen Vertrag nimmt man denn da? Nimmt man da Telekom oder Vodafone? Das sind wohl die zwei, die 5G-Netze haben. Aber wenn man jetzt einen Telekom-Vertrag hat, dann hat man ja keinen Vodafone-Empfang. Und also, was ist denn da besser? Also, und umgekehrt natürlich genauso. Ah, egal. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen durch die Sonne. Ist das schön. Sag doch mal was. Frisch, ne? 4 Grad. 6 jetzt. Ja, es waren 4. Es waren echt 4, ja. Wir sind jetzt hier schon eine ganze Zeit, also eigentlich sind wir schon wieder auf dem Rückweg. Wir haben gleich die 5000 Schritte voll und es ist gar nicht mehr so kalt. Also wir hatten ja 4 Grad und das hier, das sieht ja mal gar nicht nach 4 Grad aus, ne? Mehr so nach 20. Aber na gut, es wird, also beim Gehen wird uns ja warm, ne? Total. Ich du hast mir hier deinen Schal aufgemacht. Du willst dich ausziehen? Nein, du willst dich nur ausziehen. Pulli ausziehen. Ja, das wäre auch doof von uns hier, das wird auf der Straße. Ich meine, das können wir nicht mal im Sommer. Na, lassen wir das jetzt. Also, wir gehen jetzt nach Hause und dann werden wir schön am Ofen frühstücken. Ein Quark und
Also eine Gurke. Und ich bin immer noch bei 82. Verflixt. Ich habe gestern und vorgestern ein paar gefrorene Kirschen gegessen. Die haben es wieder mal versaut. Na gut. Mal sehen. Ich komme noch auf 80. Und wenn ich dann wieder etwas schlanker bin, dann kommen auch die Haare ab. Mal gucken. Oder? Was hältst du davon? Ja. Dann gehen wir mal schick einkaufen, dann machen wir mal auf so einen frischen Kerl aus mir. Marie, wenn du zum Friseur gehst, nimm Adrian mit. Schlepp ihn mit. Wir sind wieder zu Hause und wir haben richtig gerissen, ne? Also ich meine, ich wusste das ja vorher, 5000 Schritte ungefähr, aber wir haben sogar 5409. Mhm. Also heute Abend nochmal los und wir haben unsere 10.000 voll. Mhm. Vielleicht schaffen wir noch ein bisschen mehr. Ist zu warm jetzt, ne? Ja, zieh dich aus. Mhm. Bereiten wir hier mal das Frühstück vor. Also wir sind ja schon mal ein bisschen spazieren gegangen, schon mal sehr gut fürs Immunsystem. Frische Luft, Bewegung, Sonne, Vitamin D und jetzt kommt hier noch ein bisschen Vitamin C. Aufgepasst. Soll ja auch gegen Erkältungskrankheiten wirken. Wer weiß, grippale Effekte und so mit Vitamin C. Na gut, also Vitamin C hat auf jeden Fall keine Nebenwirkung, angeblich. So, ich presse die jetzt alle aus hier und dann werden wir gleich frühstücken. Und fertig sind unsere Vita-Shots. Ja, okay, das waren die Zitronen und ein paar Kerne sind noch übrig geblieben. Und das hier ist jetzt mein Keto-Frühstück. Ich habe hier ein Ei, ein paar Würstchen von gestern, eine Wurst von hier. Die wollte Ash dann gerne haben. Hallo Ash, du warst schon wach? Mhm. Was gibt's denn bei dir hier, ketomäßig? Käse. Ofenkäse, auch wenig Kohlenhydrate. Mit Wurst. Und mein Schnucki macht nicht mit. Ich habe erst schon mal kein Brot. Bäh, Kohlenhydrate. Du isst nun kein Brot, weil ich keinen Stack. Das ist nämlich nicht. Ich könnte was backen, aber das ist fies für euch. So. Guten Appetit. Ich habe jetzt total gepennt, ne? Letzte Aufnahme war, glaube ich, Frühstück. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe zwischendurch, wir haben ja so viel gemacht. Ich wollte eigentlich zeigen, was ich jetzt noch zum Mittag gegessen habe. Wir haben jetzt also alles gegessen. Hier liegt noch der Rest in der Abwäsch. Und wo ist denn das? Also, vielleicht kann ich das ja kurz erklären. Es gab das. Also, das sind hier irgendwelche Puttenschnitzel oder was mit Käse überbacken und dazu Zwiebeln und Champignons. Super Keto. Und jetzt geht's raus. Wir wollen mal wieder ein bisschen Fahrrad fahren. Haben wir ja lange, lange nicht mehr gemacht. Und du bist dabei, ne? Ja. Fährst du Fahrrad? Ich bin gerade eben gab es da noch eine Diskussion, ob wir hier spazieren gehen oder ob wir Wolken gehen oder ob wir Rad fahren. Und irgendwie ist die Radfahrfraktion hier in der Überzahl. Also heißt das Radfahren und nicht Wolken. Wir leben ja in einer Demokratie. Ja. Ja, will mal jemand lachen? Nein. So, also anziehen und los. Es wird Winter, man kann das merken. Die Polarluft hält Einzug. Es ist arschkalt hier, Mann, auf dem Rad. Boah, also demnächst mit Downjacke. Die beiden da, die ziehen schon voll durch hier, sind gleich weg. Und ich friere mir hier irgendwie eine ab. Und wir sind an unserer Pausenstation angekommen. Guck dir das mal an hier, ich habe hier Handschuhe schon am Start. Und wer noch? Keiner. Nobody. Du auch nicht? Ist dir nicht kalt? Ach ja, du musst gerade lächeln. Wirst du zum Lächeln gezwungen? Okay, ich mach mit. Foto, Klick. Zu mir gucken. Mir ist voll heiß hier. Jetzt bin ich dran. Lach mal. Danke, und jetzt wein mal. Früher ging das auf Knopfdruck. Kein nicht mehr. Okay. Er hat seine Schauspielerkarriere verwirkt. Das ist vorbei. Wollen noch mal versuchen? Einmal weinen? Kann ich nicht irgendwie. Das kommt. Du konntest das früher. Ich war früher so ein Emotions... Ey, was ist da hinten los? Da laufen irgendwie zwei Leute übers Feld. Bauern. Ich glaube eher, das sind irgendwelche Jungs, die da spielen. Oh, jetzt hier huppel ich fahren.
Schnucki, guck dir das mal an, was wir hier für ein Wetter haben. Absolut blauer Himmel, keine einzige, na gut, da hinten sind ein paar Wolken. Ich wollte auch eigentlich sagen, kein einziges Flugzeugabgasstrahl-Dings da. Du hast was Schwarzes auf der Lippe. Die fliegen zu. Also wahrscheinlich fliegen die sonntags nicht. Hat irgendjemand eine Ahnung, ob sonntags irgendwie die Piloten frei haben alle? Also hier fliegt ja gar nichts. Hast du heute schon ein Flugzeug gesehen? Oder einen Kondensstreifen? Oder einen Chemtrail? Aber einen Trecker haben wir gesehen, da fährt er. Und mein Schnucki will davon nichts hören hier. Okay, wir fahren mal weiter. Warum? Was ist los? Kommst du? Hä? Ich kann nicht nach hinten gucken. Aber wo ist Ash abgeblieben? Ist Ash schon wieder weg? Ah, da kommt er. Hier kann man den Treckern zugucken, wie die hier das Feld gruppern oder flügen oder. Ach, vielen Dank übrigens. Mir hat jemand geschrieben, weil ich vermutete ja mal, dass da jemand mit dem Flug an uns vorbeigefahren ist. Und das war eine Ecke oder eine. Hab ich vergessen. Ich glaube Ecke, ne? Aber jemand anders hat dann auch was geschrieben, dass es was anderes ist. Na, ich kenne mich damit nicht aus. So, die sind jetzt weg, da hinten. Nochmal hinterher. Nee, deine. Ich hab gar keine mehr. Den Kante. Weg hier. So ein Angeber mit seinem Elektrofahrrad gibt er da Gas, ne? Und ich fahre hier im irgendeinen ultra niedrigen Gang. Jetzt würde ich da auch hinterher kommen. Und ich freue mich, wir sind endlich am Blumenpflückplatz angekommen. Da ist der sich freut. Die. Was pflückst du da jetzt? Ich glaube, ich nehme Dahlien mit. Ah, voll schön, Dahlien, wollte ich schon immer haben. Kann man das essen? Nein. Ash hat uns übrigens verlassen, nachdem er keinen Bock mehr hat, durch Afrika zu fahren. Ist er jetzt wieder nach Hause. Wir sind noch ein bisschen in Afrika geblieben. Hier mitten in der Savanne. Das ist hier Wärmeschutzkleidung. So, das sind Dahlien. Ja genau, die sind aber relativ klein, ne? Okay. Und die großen haben die schon abgeschnitten. Also, hier gibt es jede Menge Blumen. Was mache ich denn in der Zwischenzeit? Was war suchen? Ich kann ein paar Blumenfotos machen. Was soll ich suchen, ob ich hier Blumen finde? Okay, ich guck dann mal, ob ich was finde. Ich habe jetzt mal die Blumengefilde verlassen, weil mir das da zu blumig ist. Also, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Blumenfan. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich Heuschnupfen habe. So, ich hatte ja erzählt, dass ich so eine ketogene Diät mache, ne? Also ketogenes Essen, also keine Kohlenhydrate. Und da hat mir jemand geschrieben, der macht das jetzt auch und er freut sich schon auf seine Keto-Waffeln. Ich weiß jetzt allerdings leider den Namen nicht. Schönen Gruß erstmal an dich, aber Keto-Waffeln, wie geht das? Also den Teig dazu, das Rezept, das hätte ich ja dann auch gerne mal, ne? Also ich vermute mal,
die haben vielleicht ein bisschen weniger als so normale Waffeln, weil vielleicht da kein Zucker drin ist. Aber Getreide hat auch immer noch massiv Kohlenhydrate. Also hier geht gerade gar kein Getreide. Ja, das fiel mir so gerade ein, während ich hier durch die Natur latsch und auf Mine Fru warte. Und fertig ist der Strauß mit Plümpchen. Der sieht aber schön aus, ne? Und mal gucken, wie der nachher aussieht, wenn er bei uns im Wohnzimmer auf dem Tisch steht und meine Nase verwöhnt. So, und jetzt sitzen wir hier. Wir sind ja schon vor langem wieder nach Hause gekommen. Gähnst du da gerade? Nein. Bist du müde? Nein. Also, wir reden hier gerade so ein bisschen und haben so ein bisschen hier bei... Wo hast du was geguckt? Keine Ahnung, irgendwas von Streeck, ne? Also, du willst bestimmt jetzt gar nicht, dass ich das sage, aber das war total interessant, ne? Das war Dr. Streeck oder so? Irgend so ein Immunologe. Ne, was macht der noch? Der Nachfolger. Na, ist ja auch egal. Von D. Der soll gesagt haben, dass das, was in den Zeitungen steht, gar nicht immer stimmt. Also, wer glaubt denn daran? Das nicht, dass der noch ein Querdenker ist am letzten zum Schluss. Also, naja, aber das lassen wir jetzt auch. War auf jeden Fall hier mal ein schönes Wort zum Sonntagabend. Ich habe nur gedacht, ey, okay, jetzt löst sich der Knoten endlich. Aber mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es gibt auch was von einem berühmten Herrn K. Ist der berichten, Klabauterbach? Nein. Der K. K auf Ö. Kurz! Der ist ja kurz mal weg! So, gute Nacht.